Seit 1998 richtet das sächsisch-bayerische Städtenetz die Jugendkunsttriennale aus. Die Städte Chemnitz, Zwickau, Hof, Bayreuth, Plauen und seit letztem Jahr auch Marktredwitz geben jungen künstlerischen Talenten eine Plattform mit der Jugendkunsttriennale. Ausgeschrieben wurde der Wettbewerb im letzten Jahr und im März hat dann eine Jury aus 220 Teilnehmern und fast 350 eingereichten Arbeiten 26 Preisträger ermittelt. Es gibt Hauptpreise, Anerkennungspreise und Förderpreise, die unterschiedlich auch dotiert sind und die die Jury ausgewählt hat. Vertreten sind alle Techniken. Es gab auch keine Themenvorgabe, also den Künstlern, den angehenden Künstlern wurde freier Lauf gelassen. Und so ist die Themenvielfalt sehr, sehr groß. Und natürlich spielt auch die Corona-Pandemie eine Rolle. Es fehlen eigentlich Arbeiten, die so ein bisschen die Unbeschwertheit der Jugend widerspiegeln. Die Talente setzen sich mit vielen Themen auseinander, wie das auch in der großen Kunst, in der professionellen Kunst ist. Also wir finden Porträts, Landschaften, Tierdarstellungen, die Auseinandersetzung mit Geschichte und mit der Gegenwart. Und auch viel Selbstreflexion spielt hier in der Ausstellung eine Rolle. Zwickau war in diesem Jahr der Ausrichter und auch den Juryvorsitz hatte unsere Kuratorin für das Max-Pechstein-Museum, die auch dann hier die Ausstellung in drei Sälen gestaltet hat und thematisch auch ein bisschen gegliedert hat. Also wir haben die Ausstellung auch so betrachtet, als wäre es eine Ausstellung mit professioneller Kunst. Und die Besucher können sich hier wirklich ein vielfältiges Bild schaffen. Begleitend gibt es einen Ausstellungskatalog und wir möchten sehr gerne auch noch auf die Audioguides verweisen. Da sind 60 Statements von den Jugendlichen, die hier zwischen 14 und 25 arbeiten, zur Diskussion stellen, zu hören und da kann sich der Besucher auch noch mal ein eigenes Bild machen und auch die Stimme der Jugendlichen oder die Themen, die sie berührt und beschäftigten, dann noch genauer anhören. Die aktuellen Öffnungszeiten und auch die Corona-Bestimmungen, die aktuellen Hygienebestimmungen finden Sie auf unserer Webseite www.kunstsammlungen-zwickau.de.